würden die dich kennen, würden die erst recht... Was? Würden die dich kennen, würden die es erst recht nicht schreiben. Das ist schon eine Beleidigung, oder? Ich meinte, die Leute baggern mich an, obwohl sie mich nicht kennen. Und alle meinen, wenn sie dich kennen würden, würden sie das nicht schreiben. Ja doch, es war schon eine 1A-Beleidigung, oder? Oder sie wüssten, wenn sie mich kennen, dass das nicht funktioniert. Nehmen wir einmal auf das Pampuli und hier einmal auf das Glutexo. Ich habe mal einen 40-Jähriger im Club angebaggert, auch nicht so nett. Ja, bei mir ist der Zug sowieso abgefahren. Also, ne? Wie sind wir jetzt eigentlich auf diese seltsamen Kommentare und PNs bekommen? Ich könnte stundenlang darüber erzählen, weil ich einfach so viele seltsame Nachrichten im Laufe der Zeit bekommen habe. Aber ich müsste wahrscheinlich nachdenken, um die alle wieder auszugraben. Ich meine, da war ja alles bei, ne? Also von Anbaggern bis hin zu, bist du die Neue von Jessie? Über, kennst du irgendwelche Wohnungen in München, die du mir vermieten kannst? Auch True Story. Und natürlich auch sehr viel unfreundlichere Sachen. Also, da war alles bei. Frag mich nicht, warum ich neuerdings Wohnungen in München habe, aber... Ja, da ist Kukui. Wenn ich Glück habe, kann ich den hier einfach da erstmal sitzen lassen. Moment. Da will ich zum Schluss hin, wenn ich darf. Ah, perfekt. Dann können wir nämlich erstmal hier hinten noch gucken. Ich brauche nur ein etwas schnelleres Pokémon. Ja, Ali ist halt echt so. Vor allem, ich glaube, ich hatte da oft, das war noch die Zeit, wo Jan und ich auch viel getwittert haben tatsächlich. Und da hatte ich auf irgendeinen Tweet, glaube ich, geantwortet von ihm. Und das war tatsächlich auch kurz, nachdem wir zusammengekommen sind. Beziehungsweise wir haben das ja auch recht schnell eigentlich öffentlich gemacht, weil mit zwei Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen, ist sowas auch immer so ein bisschen schwierig, geheim zu halten. Oh, Cutie. Und das war dann kurz darauf. Und dann kam irgendwie auf den Tweet, glaube ich, die Antwort, ob ich die Neue bin, mit dem Nachtrag... Ich dachte, du wärst ein Kerl. Ich meine, ich habe ja nur auf Twitter als Namen meinen Vornamen drin stehen, aber kann man aber verwechseln, ne? Also, ja, ich habe den Namen so interpretiert, dass du heißt Sven. Ja. Ja. Also, ja, der bin ich. Ich habe keine Ahnung. Daran erinnere ich mich noch ziemlich genau. Das war auch etwas verstörend. Nein, du eher nicht so. Ich meine, ich muss auch dazu sagen, so gerade in der Anfangszeit habe ich da schon öfters mit zu knabbern gehabt, wenn Leute gemeine Sachen geschrieben haben, weil ich damit halt überhaupt nicht umgehen konnte. Und ich irgendwie auch nicht viel Selbstvertrauen hatte. Das hat sich irgendwie erst so im Laufe der Zeit aufgebaut, minimal. Und ich das auch nicht gewohnt war. Also ich meine, dass Leute mal was Blödes über dich sagen. In der Schule oder wo auch immer. Klar. Aber dass Leute, die das so ins Gesicht sagen, da haben die meisten so im echten Leben nicht die Eier für. Manche haben auch überhaupt gar keine Eier. Und deswegen war das so für mein 17-, 18-jähriges Ich damals sehr schwierig, erstmal mit umzugehen, mit diesen Sachen. Wenn dann plötzlich jemand unter deinen Part random geschrieben hat, du bist scheiße. Heutzutage denke ich mir so, ja, dein Kommentar ist scheiße. Löschen, fertig. Aber damals habe ich das halt schon auch mitgenommen, weil ich das so gar nicht gewohnt war. Und natürlich hat auch nicht jeder... So die Fähigkeit, das einfach so zu ignorieren, ne? Deswegen finde ich es immer ganz schlimm, wenn Leute einfach so wahllos im Internet beleidigen, weil je nachdem, wen das trifft, kann das auch schon mal, ne, ziemlich psychisch belastend sein. Ich meine, ich bin immer noch nicht so weit, dass ich alles einfach an mir abprallen lassen kann. Jan kann das, ich kann es leider nicht. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja, du bist scheiße oder wie auch immer, gut, das geht mir am allerwertesten vorbei. Aber wenn Leute halt wirklich eigentlich vernünftig scheinen oder vernünftig schreiben können und dir dann einen Roman schreiben und dich halt wirklich aufs Übelste hart kritisieren oder irgendwie hintenrum, so nach vorne hin, so ja, alles gut und dann kannst du hintenrum irgendwie sehen, dass die auf Twitter über dich lästern oder auf irgendwelchen anderen Plattformen oder wie auch immer und du kriegst über
acht Ecken mit, dass die Person dich eigentlich hasst, aber so tut, als wäre alles gut. Oder wie auch immer, ne? Also es gibt immer noch Sachen, wo ich mir denke, ouch, nicht so geil. Aber es ist auf jeden Fall mittlerweile wesentlich besser. Also ich bin zwar auch immer noch jemand, wenn jetzt jemand in den Stream kommt, wie letztens zum Beispiel und dieses Beispiel, was wir vorhin hatten mit Pfui, wie kannst du so mit deinen Leuten umgehen und so, was vollkommener Quatsch war, weil ich habe nichts Schlimmes gemacht. Oh, Body Slam. Aber ich habe dann trotzdem noch so am nächsten Tag auch noch darüber nachgedacht und mir nochmal überlegt, habe ich vielleicht mich dumm verhalten oder so? Also ich bin dann auch jemand, ich knabber dann schon noch ein bisschen dran, das schon, ich kann es nicht sofort einfach ignorieren. Und gerade wie gesagt, wenn Leute sich wirklich die Mühe machen, also wirklich Aufwand betreiben, scheiße zu mir zu sein, egal ob jetzt direkt oder hintenrum oder wie auch immer, das ist auch noch ziemlich hart. Also ich arbeite dran, dass das besser wird, aber es ist auch nicht so einfach. Aber es wird. Und Gracie, danke schön für 49 Monate Treue. Du hast nur seltsame Storys verpasst. Alles gut. Aber wie gesagt, also ich denke mir immer so, was ist denn, wenn das Leute trifft, die damit so gar nicht umgehen können? Nein! Tut mir leid. Warum? Was ist denn? Ich werde wieder enttäuscht werden, oder? Ja. Ja, das ist eine sehr akkurate TM für diese Wiese gerade. Leider viel zu passend. Ich ignoriere jetzt einfach diese Wiese und nehme diese Wiese hier. Ja, und täglich grüßt das Schlinking. Ob das so viel besser ist, weiß ich nicht. Heute bitte ohne Auftritt von Schlinking. Ja. Vielleicht wollte Schlinking uns damit sagen, beenden wir die seltsamen Stories und gehen zu Professor Kukui. Ich wollte gerade Platan sagen. Nah dran. Ich glaube nämlich, ich habe jetzt auch alles hier erforscht. Ja, Wutkeks. Meine Gefühlslage, wenn ich ein Schlinking sehe. Oh, aber guck mal da, der Aufsteller mit dem Gelatini? Gelatino? Das Ding dazwischen. Oh, das ist schon süß, wie wir auch so einen Aufsteller haben. Oh, den nehme ich noch mit. Gelatropo. Ja. Das ist mir irgendwie nicht eingefallen. Richtig schick. Professor Kukui. Oh, hallo. Ihr streitet ja über das ganze Gesicht. Ist irgendwas Tolles passiert? Es war der Wahnsinn. Ich habe schon wieder einen Schlinking gefunden. Jonkes, danke schön für 15 Monate Treue. Hey Professor, du wirst es nicht glauben. Eine Ultrapforte hat sich geöffnet. Und dort waren eine Ultrabestie und zwei Gestalten aus einer anderen Welt. Das muss Professor Bonnet erzählen. Wow, durch die Ultrapforte ist also eine Ultrabestie gekommen. Und Bewohner einer anderen Welt waren ebenfalls dabei? Fantastisch. Na, dann ist es jetzt umso wichtiger, dass ihr durch die Inselwanderschaft stärker werdet. Wer weiß, vielleicht kommt irgendwann der Tag, an dem ihr durch eine Ultrapforte gehen könnt. Also gut, die nächste Prüfung findet auf dem Gipfel des Hokulani-Bergs statt. Dort kommt man mit dem Bus hin. Geht einfach zur Bushaltestelle auf Route 10. Professor, geh schon mal vor. Ich schaue noch beim Laden vorbei, um meine Pokémon ein bisschen zu verwöhnen. Alles klar. Okay, ich warte an der Bushaltestelle auf dich. Stimmt. Das ist die Prüfung von Chris, oder? Svenja, weißt du was? Ja. Ich habe noch gar nichts gesagt. Auf dem Hokulani-Berg gibt es eine Sternwarte. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, was eine Sternwarte eigentlich ist. Aber ich werde es bald herausfinden. Ich war schon ewig nicht mehr in der Sternwarte. Als Kind. Von der Schule aus, glaube ich. Das war echt schön. Was? Leo gleich Schlinking? Also Leo kann auch viel essen, wenn sie möchte. Das kann ich aber auch. Das ist nicht. So. Haben wir das auf jeden Fall auch und haben in der Zeit über seltsame Dinge gesprochen.
Hat natürlich jetzt auch ein bisschen gedauert, weil ich auch im hohen Gras immer vorbeischauen wollte. Wir wollten ja auch alle unbedingt Schlinking sehen, ne? Kai. Nein. Hast du etwas Zeit für mich? Ich habe eine Bitte. Aber zuerst, also ich wollte wissen, wie war denn dein Eindruck von der Präsidentin des Eva-Paradieses? Es war schon seltsam. Oh, natürlich. Ich dachte, vielleicht hättest du sie getroffen. Bitte entschuldige meine seltsame Frage. Also, was ich dich eigentlich bitten wollte. Also das mit Lilly und Samantha ist schon... wird schon gut angehintet, ne? Es geht um Wölkchen. Ja, so ist das. Ich bin mit Wölkchen zu den Ruinen von Ula Ula, aber um dorthin zu gelangen, muss man zuerst eine Wüste durchqueren. Dich zu bitten, mich dorthin zu begleiten, wäre eindeutig zu viel verlangt. Aber in der Bibliothek von Malie soll es ein Buch geben, das mir weiterhelfen könnte. Würdest du mir vielleicht dabei helfen, danach zu suchen? Ich weiß, dass die Bibliothek von Malie irgendwo im Zentrum von Malie City liegt. Da sollte ich also schon irgendwie hinfinden. Okay, ich meine, wenn sie sich schon so mitten auf die Straße stellt, ist sie ja nicht zu übersehen. Hallo? Bin neuerdings ein Hariyama. So. Was? Nein, möchte keinen Sofortlink machen. Das stimmt, dank dem Intro ist es schon so eine ganze Soundfabrik gewesen und nicht nur ein Soundfall, das stimmt. Das Intro hat ja eindeutig gezeigt, dass Lilly mit Wölkchen aus dem Eva-Paradies geflohen ist. Und ich meine, Samantha hat ja auch Anspielungen gemacht von wegen, dass da irgendwas geklaut wurde und dass sie nicht so ganz gut auf irgendwelche ungezogenen Kinder zu sprechen ist, ne? Also, ja. Ah, gehe ich von hier aus nach Norden, dann gelange ich zur Bibliothek. Im Westen geht es zur Route 10 und im Süden liegt Route 11. Hier mal an, zur Route 11 muss ich eh hinterher nochmal. Willst du eine sofort Zelda haben? Wenn, dann will ich einen sofort Sub haben. Geht das auch? Willkommen im Sushi-Wok! Nee, du. Ich will nur deine Kunden ausrauben. Falls die was haben. Ja, die Szene am Anfang ist cool. Aber sind natürlich schon so ein bisschen den ganzen Twist weg. Da stimme ich dir zu. Und Bernie, danke, dass du Sophie einen Sub geschenkt hast. Super lieb von dir. Oh, hier gibt es sogar Palmen. Melly hat mir sogar heute ein Bild von einer Palme geschickt. Es war zwar nur eine Weingummipalme, aber hey, sie macht Fortschritte. Aber Sophie, jetzt musst du auch ein schönes Sub-Emote posten, jetzt wo du sie hast. Poste dein liebstes Emote. Route 10. Dort haben wir Vogel-Pokémon das Leben schwer gemacht. Okay. Dann schaue ich mich hier um. Ist hier auf der Straße eigentlich irgendwas? Ich glaube, die Häuser sind eher Deko, oder? Slimer essen Müll. Okay. Das ist eine Weingummipalme. Naja, ich glaube, sie hatte irgendwelche... Okay. Irgendwelche Weingummi. Und die hatten einfach die Form einer Palme. Ah, wie sieht denn mein Team aus? Also, wenn ihr geglaubt habt, der Wachdienst würde mir immer nur wichtige PNs schicken, ihr wurdet eines Besseren belehrt. Aber ich habe da auch gar nichts gegen, auch mal so ein paar normale Gespräche zu führen. Ab und zu, das passiert nicht so oft, weil ich immer sehr schreibfaul bin, beziehungsweise nicht gut darin bin, überhaupt Kontakte zu knüpfen,
Manchmal slide ich auch in anderer Leuts PNs rein, wenn ich ein Anliegen habe. Aber meistens bin ich eher diejenige, die ein Gespräch erst führen kann, wenn sie auch wirklich angeschrieben wurde. Dann geht's. Aber von alleine ist immer so ein bisschen schwierig. Warum ist dieser Rasen eigentlich so unglaublich grün? Ja, es ist halt wirklich bei mir auch. Entweder man schreibt mich an, dann führe ich auch gerne ein Gespräch mit euch, wenn es was Vernünftiges halt ist, ne? Oder wenn ich, okay, irgendwie ein Anliegen habe. Ich freue mich schon, wenn ich irgendwann auch einen eigenen Rasen habe. Das klingt jetzt erstmal seltsam, das gebe ich zu. Aber wir haben hier in der Nähe von unserer Wohnung auch Rasen, beziehungsweise eine Wiese. Und die wird natürlich dann regelmäßig von der Stadt halt gemäht. Und die mähen den Rasen einfach immer viel zu schnell. Also ich mag das voll gerne, wenn der Rasen zumindest so ein bisschen länger hat. Na? Dass man so mit der Hand auch drüber streichen kann. Und sobald der Rasen hier so ein bisschen länger hat, mähen die den sofort wieder. Ich hasse das. Oh, das könnte ein bisschen wehtun. Dementsprechend freue ich mich schon, wenn ich selber mal einen Rasen habe. Und ich freue mich, wenn ich ein Badezimmer mit Fenster habe. Das auch. Das definitiv auch. Ich habe auch oftmals das Gefühl, wenn ich so ein bisschen auf Twitter gucke oder auf Instagram vor allen Dingen oder auch auf YouTube oder so, dass da viele Leute einfach viel mehr teilen, was solche Dinge betrifft. Nozomi, dankeschön für den kleinen Raid. Super lieb von dir. Und Melli, dankeschön für 32 Monate Treue. Ich habe von deiner Palme vorhin erzählt, ja. Also teilweise habe ich das Gefühl, wenn Leute irgendwie umziehen oder ein Haus bauen oder wie auch immer, dass die davon super viel irgendwie auf Social Media oder in den Streams oder auf YouTube teilen. Und ich dann so, ja, eher nicht. Aber ich habe da auch gar nicht so viel zu erzählen, ehrlich gesagt. Also ich meine, ich glaube, ich bin sowieso jemand, ich erzähle zwar schon aus meinem Privatleben, aber bei weitem nicht alles. Also ich muss jetzt nicht unbedingt tagtäglich mein Mittagessen posten. Dementsprechend, ich glaube, ich habe schon eine ganz gute Balance gefunden. Aber gerade so beim Thema, wie gesagt, Hausbau oder Umzug, habe ich das Gefühl, dass ich eigentlich verhältnismäßig wenig erzähle. Aber ich habe auch nicht so viel zu erzählen, weil ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich so interessant ist, wenn ich euch so ein bisschen erzähle, ja, wir haben jetzt Fliesen ausgesucht und wir haben schon mal nach Regalen geguckt oder wie auch immer. Es ist so, ne? Weiß nicht, ob das immer so die spannendsten Themen sind. Also ich finde, da kann man die Zeit im Stream doch ein bisschen sinnvoller verwenden. Für entweder super lustige Dinge oder auch für irgendwelche wichtigen Themen. Außer es interessiert euch irgendwie, ne? Aber ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, ich langweile Leute immer total, wenn ich da ausschweifend drüber rede. Deswegen mache ich es irgendwie nicht unbedingt. Korrigamo, dankeschön für 29 Monate Treue. Hauptsache süße Miri-Fotos. Ja, die gibt's ab und zu auch. Wobei ich da auch keinen, ich sag mal, Terminkalender habe. Also es gibt bestimmt auch Leute, die das so ein bisschen zuverlässiger machen, die dann auf jeden Fall sagen, ja, jeden zweiten Tag gibt es ein Tierfoto. Bei mir ist eher so, wenn ich ein schönes hab, dann wird es gepostet und wenn nicht, dann nicht. Also da mache ich mir gar keinen Stress. Nee, das möchte ich auch eher nicht. Wenn ich es nicht spannend finden würde, würde ich da nicht ab und zu mal nachfragen. Wie gesagt, wenn man mich fragt, so explizit, dann erzähle ich auch gerne was darüber. Aber so von alleine finde ich es immer so ein bisschen. Aber ich habe einen Mopsi. Mopsi ist süßer als Seon.
Das fände ich übrigens richtig traurig. Feenaura, das wäre okay. Wenn ich kein Mopsy gefunden hätte und dann hier nur ein Seon gefunden hätte und quasi Mopsy hätte skippen müssen. Das wäre richtig traurig gewesen. Nein, ich mache nicht regelmäßig Fotoshootings mit meinen Meris. Also irgendwie habe ich dann doch nicht das Bedürfnis, das zu tun. Was ist das denn für eine interessante Wiese hier? Hast du noch mehr Shinies gefunden? Ich glaube, das letzte war Shiny Echnatoll. Aber ich glaube jetzt schon länger nicht mehr wirklich viel. Ja, wie gesagt, so bei dem Haus ist halt auch die Sache, wir haben das ja Ende letzten Jahres gekauft. Na, also, ich glaube, kurz vor Weihnachten war der Notartermin, wo wir es dann offiziell gekauft haben. Aber gebaut wird das Haus ja an sich, es war ja vorher schon reserviert, ne? Gebaut wird es jetzt ja schon seit, boah, September, Oktober letzten Jahres. Und das zieht sich natürlich. Ne? Deswegen gibt es da auch nicht andauernd irgendwas Neues zu berichten. Die Shiny-Chance ist im Randomizer ein bisschen erhöht, ja. Das wäre sonst unverschämt viel Glück. Da brauchen wir auch nicht so tun, als wäre es nicht so. Nee, also wie gesagt, das zieht sich halt immer so ein bisschen. Weil gefühlt, wenn man so als Laie drauf guckt, war das Haus bestimmt im Januar schon fertig. Ne? Aber da ist halt so viel mit den ganzen, mit dem Strom, mit dem Wasser und sonstigen Sachen, Dämmung, Treppe und sowas, was halt ne, nach und nach erst gemacht wird, was man auch teilweise gar nicht so bewusst wahrnimmt als Laie, wie gesagt. Die Kampf-Pokémon-Wiese hier. Dementsprechend, das zieht sich halt alles. Die haben auch immer noch keinen Termin für die Übergabe. Und sobald die Übergabe ist, kommt ja noch der ganze Innenausbau. Also deswegen, das zieht sich halt alles. Dementsprechend habe ich halt leider auch nicht dauernd irgendwas zu erzählen. Also das Letzte, was wir so hatten, war halt, dass jetzt langsam die Fliesen angebracht werden drinnen. Weil die sind ja im Preis enthalten. Alles andere an Boden- und Wandarbeiten müssen wir ja selber machen nach Übergabe. Aber ne, wenn ich dann teilweise so Videos sehe, ja, hier unsere Bodenplatte, unsere ersten Wände, unsere Fliesen, unsere Tapeten, unser Boden, hallo Pilippa, unsere Türen, unsere Schränke, unser Garten. Und ich denke mir so, ich guck mal, wenn es fertig ist vielleicht. Ah, hier liegt noch ein Item. Meine erste Banane. Ja, das müssen wir dann auch später machen. Immer so Vlogs machen. Meine erste Nacht im neuen Haus. Meine erste Banane im neuen Haus. Mein erster Stream im neuen Haus. Mein erster Stream im neuen Haus haben wir wahrscheinlich, wenn die Leute wahrscheinlich mitbekommen. Mein erster Klogang im neuen Haus. Was? Was möchtest du von mir? Okay. Mein erstes Shiny im neuen Haus, richtig. Die Musik dazu. Achso, ich glaube, hier war sogar so ein kleines Gespräch nochmal. Wo wir, glaube ich, so ein bisschen aushelfen mussten. Hier wird der ganze Müll gelagert. Und Slimer und Slimog fressen den Müll. Das ist effizient. Möchtest du kämpfen? Kämpfen? Die Sache ist, ihr müsst bedenken, sein Pokémon frisst hier den Müll. Mal gucken, was jetzt den Müll frisst. Ist es wahrscheinlich kein Slimer mehr. Mama kann den Müll immerhin verbrennen. Nein, kein Schlinking! Das ist so langsam nicht mehr witzig. Also es ist schon immer noch witzig, aber es ist auch ein bisschen traurig. Ja, ich finde halt auch, um das Thema nochmal abzuschließen, man muss halt nicht immer alles teilen. Also es gibt ja auch wirklich Leute, die so ein bisschen von Social Media leben, weil sie da irgendwelche Kooperationen oder sonst was machen.
Da braucht man vielleicht auch irgendwie einen festen Plan, wie viel man postet und überhaupt. Aber für mich ist es halt wirklich so, sei es jetzt Twitter oder auch Instagram, ich benutze das, wenn ich da Lust drauf habe. Also abseits von Stream-Ankündigungen und sonstigen Dingen, wenn ich halt Lust habe, irgendwas zu tweeten, mache ich das. Wenn ich ein Mary-Foto habe, was ich schön finde und teilen möchte, mache ich das. Wenn ich was besonders Schönes habe, was ich gerne auf meinen Instagram packen möchte, mache ich das. Oder auch wenn ich irgendwie eine Instagram-Story machen möchte, mache ich das auch. Nur, ich hasse das wie die Pest, wenn ich mich dazu zwingen muss. So aus dem Motto, ja, ich muss jetzt jede Woche, sag ich mal, 2 Fotos auf Instagram posten. Dann renne ich durch die Bude und gucke verzweifelt, ob ich irgendwas finde, was ich fotografieren kann oder ob ich noch ein Mary-Bild habe. Ich weiß nicht. Also ich glaube, bei mir darf man einfach nicht erwarten, dass ich da super, super, super aktiv bin und jeden Tag 10 Stories poste. Das ist so, wenn ich halt gerade was hab, dann teile ich das. Und wenn es jemanden interessiert, umso besser, aber wenn nicht, dann halt nicht, ne? Es ist halt auch bei mir so phasenweise. So manchmal bin ich eigentlich schon recht aktiv auf Social Media und dann wieder irgendwie gefühlt 3 Wochen gar nicht. Aber ne, so ist es halt. Dafür sind die Streams zumindest sehr regelmäßig. Da kann man sich ja zumindest drauf verlassen. Im Gegensatz zu meinen, keine Ahnung, Instagram-Bildern zum Beispiel. Oder Tweets. Dann wiederum, Jan ist immer noch weniger aktiv als ich. Gracie sowieso. Leo retweetet zumindest öfter mal was. Und Kai versucht phasenweise aktiver zu sein, mir zuliebe und vergisst es dann wieder. Aber ja, jeder wie er mag, ne? Ich meine, ich bin ja auch auf Discord fairerweise gar nicht so sonderlich aktiv. Höchstens mal hier. Ich habe wieder eine Figur gemacht. Nehmt ein Foto davon. Aber sonst? Ich wollte vielleicht nächste Woche mit einer neuen Figur anfangen. Tatsächlich. Mal gucken, ob das so klappt. Modelliermasse ist jetzt auch vor ein paar Tagen wieder angekommen. Die müssen mittlerweile denken, so viel Modelliermasse, wie ich dieses Jahr schon gekauft habe, dass ich eine lebensgroße Figur von mir selber modelliere. Ich habe schon so viel Modelliermasse geholt. Ich würde es ja gerne bei uns im Bastelladen holen in der Stadt, aber die haben die leider nicht. Deswegen muss ich die mal online bestellen. Weil das letzte Projekt war ja Lugia. Das habe ich auch auf Twitter gepackt. Und es ist auch sicher angekommen zum Glück. Aber ich habe von meinen Eltern so eine ganze Rolle Luftpolsterfolie bekommen. So eine, keine Ahnung, wie lang ist die Rolle? 2 Meter oder so? Also schon so eine, wenn man die hinstellt, ist die so 2 Meter hoch und dann halt mit jede Menge Luftpolsterfolie. Und die benutze ich, seit ich angefangen habe, Figuren zu machen für euch. Was jetzt auch noch nicht so lange her ist. Na, und die ist schon wieder fast leer. Weil ich einfach so viel Luftpolsterfolie in die Pakete packe, damit die auch ja sicher ankommen. Also wer bei mir Figuren in Auftrag gibt und die zugeschickt bekommt, bekommt auch gleich 3 Tonnen Luftpolsterfolie mitgeschickt. Gratis obendrauf. Gern geschehen. Aber ich will ja auch, dass es ankommt. Ne? Also ich habe jetzt für diesen Monat, also für Juli, auf jeden Fall noch eine etwas größere Figur, die ich machen möchte. Ich sage aber noch nicht, was es wird. Das zeige ich euch quasi erst, wenn es fertig ist. Und dann habe ich noch 2 kleinere Sachen danach. Also ich bin, denke ich, erstmal ganz gut beschäftigt. Ich glaube, ich habe noch nicht genug Luftpolsterfolie. Oder Papppantoffeln, richtig. Das versteht nur jetzt wahrscheinlich keiner. Zur Erklärung. Die Figuren, die ich mache, die sind ja mit Acrylfarbe angemalt. Und das ist auch recht teure Acrylfarbe, die ich benutze. Aber die ist auch wirklich sehr hübsch und hat einen sehr schönen Glanz. Und diese Acrylfarbe hat allerdings so ein bisschen die Angewohnheit, dass die ein bisschen klebt. Also wenn man wirklich die Figuren mal so ein bisschen fester anfasst und dann loslässt, dann merkt man, dass diese Acrylfarbe doch so ein bisschen an den Händen klebt. Und das Problem ist einfach, dass die Figuren halt, wenn die unten angemalt sind, halt am Tisch festkleben würden. Dank der Acrylfarbe, ne?
Und das ist dann so ein bisschen doof, wenn die Figur da etwas länger steht und dann halt, naja, festklebt. Oder Farbrückstände zurückbleiben. Und deswegen mache ich es bei meinen Figuren so, dass ich Pappe drunter klebe. Das sieht dann nicht ganz so schön aus, aber wer guckt denn da schon drunter, wenn sie steht? Also zum Beispiel das Schnäppke, was ich mal gemacht habe, hat so quasi so zwei kleine, wie so Papppantoffeln gekriegt. Lugia hat zum Beispiel auch unterm Sockel so ein großes Stück Pappe gehabt, damit die Sachen halt nicht festkleben. Das hat halt einfach so ein bisschen praktische Gründe. Man muss sich zu helfen wissen. So, ich will vermutlich eh nichts kaufen, weil ich eigentlich sehr glücklich bin mit meinem Pika-Outfit. Ah, hier gibt es so lustige zerrissene Jeans. Die hat eine komische Länge. Es gäbe noch ein paar Sportschuhe. Oh. Oder eine Tasche. Was für eine Tasche habe ich jetzt? Ah, nur eine orangefarbene. Oh. Könnte man nehmen, aber mich stört meine orangefarbene eigentlich gar nicht. Gott, voll der Touristenmut schon wieder. Kappe Gefühlskälte. Eigentlich müsste ich ja die hier nehmen. Aber irgendwie finde ich, sieht das nicht ganz so schick aus. Okay. Ein Foto seiner Papppantoffeln haben. Schön, dass Bernie schon direkt drauf geantwortet hat. Nee, ich glaube, die Sonnenbrille nehmen wir dann lieber mal nicht.